Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, bei mir ist es sehr früh am Morgen. Ich muss auch gleich zur Arbeit. Aber ich wollte unbedingt dieses Video noch drehen und ich weiß nicht, ob ich am Wochenende dazu komme. Deshalb gibt es jetzt eine Buchrezension zu diesem wunderbaren Buch. Das ist Das große Los von Maike Winnemuth. Da gibt es noch einen Untertitel, wie ich bei Günther Jauch eine 500.000 gewann und einfach losfuhr. Das erklärt schon ziemlich viel über den Inhalt, aber kommen wir erstmal zu den allgemeinen Sachen. Es hat 330 Seiten und ist im BTB Verlag erschienen. 330 Seiten hört sich nicht so viel an, aber ich finde, es ist vergleichsweise klein geschrieben. Es ist ziemlich viel Text auf einer Seite. Ich hatte so beim Lesen auch, ich habe glaube ich 5-6 Tage gebraucht. Ich hätte es schneller geschafft, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Aber ich habe es immer zur Hand genommen, wenn ich Zeit hatte und ich habe es geliebt. Das ist ein Exemplar, was meine Freundin ausgeliehen hat. Ansonsten kostet es als Taschenbuch 9,99 €, als E-Book 1 Euro günstiger, zumindest bei Amazon. Und ich glaube, gebunden gibt es auch noch für 19,99 €. Maike Winnemuth ist eine freie Journalistin. Sie lebt in Hamburg und in München und sie schreibt auch für den Stern oder für das SZ-Magazin. Schreibt sie, glaube ich, auch eine Kolumne. Also ja, eine gut beschäftigte Journalistin und sie hat eben, wie der Titel schon sagt, bei Günther Jauch bei der Sendung Wer wird Millionär eine 500.000 € gewonnen. Und anstatt mit dem Geld sich eine Eigentumswohnung ganz langweilig zu kaufen, wobei das auch mit einer 500.000 € in Hamburg und München schwierig ist, oder es für die Altersvorsorge oder sonst was anzulegen, hat sie sich einen Traum erfüllt und ist losgezogen. Ich glaube, knapp 2 Monate nach dem Gewinn hat sie das Projekt schon gestartet und ist im Januar losgeflogen in 12 Städte für 12 Monate. Das heißt, sie hat jeden Monat in einer anderen Stadt verbracht und diese Städte sind hier vorne auch aufgezeichnet mit einer Karte, wie sie dahin geflogen ist. Ich lese euch mal kurz vor, welche Städte das sind. Sie ist nach Sydney, nach Addis Abeba, Tel Aviv, Mumbai, Shanghai, Buenos Aires, Barcelona, London, Kopenhagen, Havanna, San Francisco und Honolulu. Diese 12 Städte hat sie in dem Jahr also jeweils 1 Monat lang kennengelernt, hat dort gelebt und berichtet in dem Buch immer kapitelweise von jeder Stadt. Die Maike ist Anfang 50 und man könnte jetzt meinen, dass sie mit dieser 500.000 € in Saus und Braus gelebt hat, nur 5 Sterne plus Hotels gebucht hat. Das hat sie aber nicht gemacht. Gleichzeitig ist sie jetzt aber auch kein Backpacker gewesen, der in Hostels abgestiegen ist. Und das hat mir allein schon mal sehr gut gefallen, weil das so, ja, der Zwischenweg mir ganz gut liegt. Also ich bin jetzt auch kein Backpacker-Typ, ich brauche aber keinen super Luxustempel im Urlaub. Und sie hat sich immer Wohnungen genommen, also über Airbnb oder es gibt noch eine andere Seite, die sie da empfiehlt. Das weiß jetzt Sabbatical Homes, glaube ich. Und da hat sie sich immer für den kompletten Monat in Wohnungen eingemietet und hat dort in der Stadt dann auch wirklich gelebt. Natürlich ist es als freie Journalistin ein bisschen einfacher, denn sie hat unterwegs auch hin und wieder gearbeitet, wenn sie Lust dazu hatte. Und das Fazit am Ende des Buches ist sogar, dass sie gar kein Geld gebraucht hätte, um diese Reise zu machen. Denn das, was sie ausgegeben hat, und das waren, ich glaube, 40.000 € für das ganze Jahr, ja, hat sie auch wieder eingenommen durch das Arbeiten. Natürlich sind manche Städte wie Sydney ein bisschen teurer, aber dafür andere wie Mumbai sehr, sehr viel günstiger. Da hat sie halt nicht so viel Geld gebraucht und dadurch, dass sie eben zwischendurch immer wieder gearbeitet hat, ja, ist noch genug Geld reingekommen und das war für sie auch so ein Mindblowing-Effekt, dass sie das eigentlich schon längst hätte machen können, sich diesen Traum erfüllen, aber ja, warum auch immer es nie gemacht hat und das große Los, eben dieser Gewinn bei Günther Jauch, sie dazu angestupst hat, das endlich zu machen. Ich drehe das Buch mal um, damit ihr Maike auch sehen könnt. Sie hat parallel zu ihren Reisen damals auch einen Blog geschrieben. Lustigerweise habe ich den durch Zufall eine Woche, bevor ich eine Freundin besucht habe, im Internet entdeckt oder ihre Geschichte an sich und habe da mal quer gelesen. Die Sydney-Geschichten hat mich natürlich interessiert. Und ja, dann war ich bei einer Freundin und irgendwie kamen wir auf das Thema und dann ging sie zum Bücherregal, zog dieses Buch raus und meinte, ja, ich habe das. Das habt ihr mir sogar geschenkt. Ja, so kann es gehen, das wusste ich gar nicht mehr. Und deswegen ist das jetzt eine Ausleihe von einer Freundin. Ich habe das Buch aber nochmal beim Verlag angefragt. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, ob das quasi dann das, was ich bekomme, ein Rezensionsexemplar ist. Ich erzähle euch trotzdem jetzt schon mal darüber. Wenn ich es vom Verlag nicht bekomme, oft ist es so, dass wenn Bücher so alt sind, es keine Rezensionsexemplare mehr gibt, dann werde ich es mir auf jeden Fall nachkaufen, denn ihr seht schon, ich habe mir hier einige Marker gesetzt und die möchte ich natürlich wieder rausnehmen, bevor ich das Buch meiner Freundin zurückgebe und in mein eigenes Buch kleben. Wie ich schon gesagt habe, jedes Kapitel ist eine Stadt und sie berichtet, was sie dort erlebt und vom Stil her schreibt sie das so, als würde sie einem Freund einen Brief schreiben. Es kommt auch ein Kapitel drin vor, da schreibt sie ihrem jüngeren Ich einen Brief und berichtet ein bisschen von der Stadt. Aber gleichzeitig erfährt man auch viel Persönliches über Maike, ihre Geschichte, so ein paar Anekdoten, die sie mit diesen Freunden dann hat.
Aber ich fand das super angenehm. Zwischendurch vergisst man auch, dass ihr das als Brief schreibt. Das ist also nicht zu präsent, außer meistens am Anfang und am Ende. Und das fand ich ganz lustig gelöst und ganz interessant. Und ich zeige euch mal kurz. Drinnen sind auch hin und wieder so Schwarz-Weiß-Bilder, aber es gibt auch ein paar Passagen, wo mehrere Seiten farbige Bilder sind. Hier zum Beispiel, das sind dann ein paar Seiten. Wenn sie zum Beispiel auch eine Tour gemacht hat, in Addis Abeba macht sie ins Landesinnere so eine 10-Tages-Tour. Da hat sie dann nicht so viel Text geschrieben zu dieser Tour, sondern eben dann wirklich die Bilder dazu rein geklebt. Und das hat mir ganz gut gefallen. Es ist nicht zu viel. Im Text bezieht sie sich aber auch immer auf die Bilder. Das fand ich sehr angenehm. Die sind nicht einfach so reingeklatscht, sondern man erfährt immer auch etwas dazu. Was ich auch sehr angenehm und auch auflockernd fand, ist, dass am Ende des Kapitels immer so eine Passage ist, 10 Dinge, die ich in dem Fall jetzt zum Beispiel Shanghai, gelernt habe. Und da listet sie nochmal so ein paar Anekdötchen auf oder ja, Dinge, die sie für sich aus diesen Städten mitgenommen hat. Mir hat das Buch so unheimlich gut natürlich gefallen, weil ich selber sehr, sehr gerne verreise. Einige von den Städten, wo sie war, dort war ich selber auch, konnte nachvollziehen, was sie dort empfunden hat, was sie sich dort angeschaut hat. Und gleichzeitig sind auch ein paar Städte dabei, die ich mir gerne nochmal angucken möchte oder eben nochmal genauer sehen möchte. Und das auf der einen Seite hat mir natürlich unheimlich gut gefallen. Ihr wisst, dass ich ein Reisejunkie bin. Das ist natürlich das Buch für mich. Deswegen wundere ich mich, dass ich das früher noch nicht entdeckt habe. Es ist, glaube ich, aus 2012 oder 2013. Und gleichzeitig gefällt mir ihr Schreibstil aber auch unheimlich gut. Ich finde ihn sehr locker und angenehm, flüssig, aber trotzdem sehr intelligent und sehr auf den Punkt gebracht, wie sie Dinge beschreibt. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Zum Beispiel in Mumbai kommt sie überhaupt nicht klar, es ist nicht ihre Stadt. Und da ist sie auch nicht beschönigend. Trotzdem nimmt sie was aus dieser Stadt raus. Und das sind diese persönlichen Erfahrungen, ihre Gedanken, wie die Städte sie verändern oder eben ja, etwas aus ihr herauskitzeln, was sie sonst in ihrem Alltag vielleicht gar nicht so erlebt oder für sich mitgenommen hätte. Und das sind diese Passagen, die ich mir auch markiert habe. Das sind jetzt keine Reisetipps. Die 2, 3 Sachen aus Sydney habe ich mir schon rausgezogen und selber notiert für meine Reise. Aber das sind wirklich so, ja, Passagen, wo sie über Dinge schreibt, wie es ihr geht oder solche Sätze raushaut, die mich einfach zum Nachdenken angeregt haben. Und das ist das Besondere an dem Buch. Es ist nicht einfach nur ein Reiseführer, wo sie erzählt, was sie in dieser Stadt alles Schönes gesehen hat jeweils, sondern auch ihre Gefühlswelt. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich lese euch jetzt mal so eine Passage vor, damit ihr zum einen Eindruck von Maikes Schreibstil gewinnt, aber auch, was ich damit meine mit diesen Passagen, die mich irgendwie zum Nachdenken angeregt haben. Kann man sich Heimat einfach so aussuchen? Gibt es nicht Bindungen, die unverhandelbar sind, die man in den Knochen hat? Ich habe darauf noch keine endgültige Antwort. Mein Zwischenstand ist, und durch diese Reise sogar noch mehr, Heimat ist nicht da, wo man geboren ist, sondern wo man begraben werden will. Also wie gesagt, ein absolutes Lesehighlight, ein Jahreshighlight, vielleicht auch ein Lebenslesehighlight. Ich werde es definitiv nochmal lesen, deswegen habe ich es auch, wie gesagt, angefragt oder hole es mir dann einfach so, weil es hat mich begeistert. Ich glaube, ihr habt es gemerkt. Ich bin einfach 100% begeistert. Es hat natürlich 5 Sterne bei Goodreads von mir bekommen. Ich hätte ihm auch 6, 7, 8 gegeben, aber es gibt da ja eine Obergrenze. Und ja, ich kann es jedem ans Herz legen, der zum einen gerne reist, der aber auch, ja, mal so ein paar Denkanstöße bekommen möchte, der so ein bisschen freiheitsliebend ist. Und ja, es ist schwer zu beschreiben, aber ich glaube, wenn ihr jetzt meine Rezension bis hierhin durchgehalten habt, dann wisst ihr, ob das ein Buch für euch ist oder nicht. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare mal schreiben, ob ihr Maike kennt. Ich habe mit einigen gesprochen, die sie damals bei Günther Jauch auch gesehen haben. Ich suche immer noch das Video, als sie dort auf dem Stuhl saß und ihre Fragen da beantwortet. Ich habe die Fragen gefunden. Sie hatte auch übrigens einen Telefonjoker am Ende für die 500.000 Euro und dem hat sie auch Geld gegeben, also einen Teil davon abgegeben. Und ein Brief da drin ist auch ihm gewidmet. Das fand ich halt auch ganz schön, dass man so ein bisschen über diese Günther Jauch-Geschichte mal erfährt. Und ja, also schreibt mir das, ob ihr das Buch kennt, ob ihr Maike vielleicht kennt. Habt ihr vielleicht den Blog gelesen? Das haben mir auch 1, 2 Leute gesagt. Ja, ich habe doch den Blog gelesen. Der hat auch irgendeinen Award bekommen. Ja, dort werde ich nochmal reinschauen. Die Sydney-Geschichten habe ich schon durchgelesen. Aber die anderen werde ich mir vielleicht auch nochmal auf dem Blog von Maike anschauen. Wobei sich einiges natürlich wiederholt. Gerade die prägnanten Geschichten sind natürlich alle hier drin. Also kann ich grundsätzlich das Buch auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn ihr den Blog vielleicht quer gelesen habt. Hier ist natürlich noch ja, noch ein bisschen mehr drin. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!